Willkommen im Poolheim, im sonnigen Poolheim, beim AC Gaming Bootcamp Center. Wir stellen euch heute einmal das Game One von Sennheiser vor. Das kommt, wie so ziemlich alle Packungen von Sennheiser, mit dabei dem Slide-Modus. Sprich, einmal oben anfassen, rausziehen. Ja. Und danach natürlich in der stylischen schwarzen Box. Da auch schon bekannt von Sennheiser. So sieht das ganz von innen aus. Wir gehen einmal vorerst aufs Design ein. Wir fangen da also erstmal mit den Farben an. Wir sehen also, kommt im Rot-Akzent mit weißen Farben. Gibt es auch schwarzen Akzent, in schwarzen Farben mit rotem Akzent. Wir sehen schöne Grillformen hier. Wir haben das Mikrofon wie immer an der linken Seite. Ist mit dem neuesten Noise Cancelling ausgestattet. Und wie immer bei Sennheiser, wenn man es hochklappt, ist es in der Mute-Funktion. Wir haben auf der rechten Seite hier unten einen kreisförmigen Button, um die Lautstärke zu regeln. Die Ohrmuscheln an sich sind am schönen Velour-Material, das heißt, Tragekomfort ist sehr gewährleistet. Das ganze Ding wiegt 300 Gramm, sprich Sennheiser hat dabei auf sämtliche Metallkomponente verzichtet, sondern nur auf Plastik gesetzt, um den Tragekomfort möglichst lange halten zu können. Die Ohrmuscheln sind ganz so umfassend, das heißt, wir haben auch ein Noise-Canceling, eine Noise-Canceling-Funktion von außen, man kann sie also in den Fantasiewelten voll und ganz verlieren. Kommen wir zu den Daten des Game One von Sennheiser. Wir befinden uns dabei in der Reichweite von 15.000 bis 28.000 Hertz. Das heißt, sowohl tiefe Basstöne als auch die höchsten Töne sind wunderbar klanglich unterscheidbar. Sennheiser hat bei diesem Headset darauf verzichtet, ein 7.1 Surround Sound System einzubauen. Wir befinden uns hier nur in einem 2.1 Stereo System, was auch der einzige Nachteil bei diesem Headset ist. Sprich, Hardcore Gamer könnten ab und zu Probleme haben beim Surround Sound. Bei Ego-Shootern oder ähnlichen Spielen. Allerdings kann man von der Klangfarbe, vom Klang an sich gar keine Abstriche machen. Wie gesagt, 15.000 bis 28.000 Hertz ist wunderbar spielbar. Man kann sich super in den ganzen Fantasiewelten verlieren. Wir haben eine Kabellänge von 3 Metern. Außerdem haben wir, wie gesagt, ein Noise Cancelling System. Das heißt, wenn ihr einmal das Headset aufhabt, dringt nichts an euch ran. We'll be right back.